Anruf bei Kanzlei Dunkelrichter. Dunkelrichter im Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo Katrin, schön dich zu sehen. Hallo, gleichfalls. Ich habe heute eine Frage zum Thema Diskriminierung und zum AGG aus der Propote Film-Community für dich. Und zwar, was ist Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz? Also für Diskriminierung nach dem AGG, so abgekürzt, müssen drei Voraussetzungen vorliegen. Zum einen muss ein Diskriminierungsmerkmal betroffen sein. Es muss eine Benachteiligung vorliegen und diese Benachteiligung darf nicht gerechtfertigt sein. Diskriminierungsmerkmale in § 1 des AGG sind etwa ethnische Herkunft, sexuelle Identität, Religion, Behinderung, Alter. Und eine Benachteiligung liegt zum Beispiel vor, der ganz klassische Fall sind wie Altersbegrenzungen in Stellenausschreibungen oder Mobbing und Belästigung. Und diese Benachteiligungen können gerechtfertigt sein, zum Beispiel wenn ein Beruf oder ein Job besondere Anforderungen erfordert. Ne, zum Beispiel dürfen in manchen Berufen, macht es nicht so viel Sinn, wenn jetzt 65-Jährige da arbeiten. Oder andere Voraussetzungen sind, in einem Frauenhaus werden vorrangig Frauen eingestellt. Das sind so sachliche Gründe, die Benachteiligungen dann rechtfertigen können. Okay, verstehe. Und was kann man tun, wenn man diskriminiert wurde? Ganz wichtig ist als erstes dokumentieren und Nachweise sammeln. Also Chatverläufe und E-Mail-Verläufe als Screenshots abspeichern, Tagebuch führen, wenn Mobbing vorliegt, weil Mobbing auch an Häufigkeit geknüpft ist, mit ZeugInnen sprechen. Genau, das ist so wichtig. Sucht auch so Verbündete suchen, mit den Personen sprechen, auch irgendwie, dass die ZeugInnen sein können, dass man sich Support sucht. Und wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, dann an eine Beschwerdestelle wenden, weil nach dem AGG muss so eine Beschwerdestelle eingerichtet sein und da kann man dann hingehen, wenn ein Diskriminierungsfall vorliegt. Wichtig ist auch, dass man generell die ganzen Tools, die es in Teams gibt, ausschöpft. Es gibt auch oft Interessenvertretungen wie Gleichstellungsbeauftragte oder Interessenvertretung für Behinderte und das sind so die Steps, die man machen sollte. Ah, okay, verstehe. Ist das AGG nicht irgendwie auch ein bisschen ein zahnloser Tiger, weil man Diskriminierung meistens eh nicht nachweisen kann? Das nicht unbedingt. Es gibt nämlich genau deswegen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eine sogenannte Beweiserleichterung. Das heißt, man muss nicht vollständig nachweisen, dass eine Diskriminierung vorliegt, sondern es reichen Indizien aus, also Hinweise darauf, dass eine Diskriminierung vorliegt. Und wenn man genug Hinweise hat, dann ist die Gegenseite, also die TäterInnen, an der Reihe und die müssen dann vollständig beweisen, dass diese Diskriminierung nicht vorliegt und das ist in der Regel schwer, wenn es schon genug Indizien dafür gibt. Ah, okay. Und wenn es Ihnen nicht gelingt, das komplett nachzuweisen, dann lag eine Diskriminierung vor. Quasi. Genau. Wenn die drei Voraussetzungen gegeben sind, liegt eine Diskriminierung vor, richtig. Okay, verstehe. Was kann man denn tun, wenn man beobachtet, dass jemand anders diskriminiert oder belästigt wird? Also wichtig ist, nicht einfach melden, ohne dass die Person das weiß. Weil Diskriminierungsfälle können komplex sein, man weiß nicht, was dahinter steckt. Deswegen ist der bessere Weg, in Ruhe mit der Person reden, sensibel für das Thema sein, sich als Zeugin anbieten, wenn es geht und als Support da sein und auch darauf hören, was die Person möchte und was für sie gut ist in dem Moment. Okay, verstehe. Ist es denn sinnvoll, schon im Vertrag eine Antidiskriminierungsklausel oder eine Antirassismusklausel aufzunehmen? Und kannst du kurz erklären, was es ist? Ja, zunächst ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und was das ist, es wird teilweise jetzt schon im Theaterbereich mehrfach angewandt. Also zum Beispiel verpflichtet diese Klausel Mitarbeitende des Theaters, sich gegenüber Beteiligten der Produktion nicht rassistisch oder diskriminierend zu verhalten. So, das ist so der Kern der Klausel. Und ob es sinnvoll ist, ja, aber es schafft erstmal schon im ganzen Bereich Awareness. Man hat davon gelesen, es ist meistens auch eine Definition von Rassismus drin. Die Betroffenen werden nicht allein gelassen, sie bekommen Instrument an die Hand und
Konflikte werden da schon vorgebeugt, indem gezeigt wird, okay, das Theater, das diese Klausel einbaut, hat toleriert diese Diskriminierung und Rassismus nicht. Und es sind auch teilweise Verfahren geregelt, wie Konflikte gelöst werden können. Ja. Ja, cool. Ich habe auch gehört, dass es teilweise dann Fortbildungen gibt für Leute. Genau, richtig. Das ist auch darin geregelt, ne? Dass es, man schreibt rein, es gibt verpflichtende Fortbildungen in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Bereich Rassismus oder Diskriminierung, was auch wieder Awareness schafft. Also alles, was Awareness schafft in diesen Bereichen, ist immer eine gute Sache. Ja, verstehe. Und ich kann noch kurz was ergänzen, warum die auch sinnvoll sind und auch wirksam vor allen Dingen, ist, weil es auch Konsequenzen haben kann, wenn diese Klauseln nicht eingehalten werden. Mhm. Ne, wenn es ist ganz krasse Fälle, wenn jetzt irgendwie schuldhafte Maßnahmen, die in der Klausel stehen, vom Theater zum Beispiel, nicht vorgenommen werden, dann kann auch die eine Seite kündigen. Das ist so Ultima Ratio, aber es gibt irgendwie Tools, die auch dazu anhalten, dass die Klauseln eingehalten werden. Verstehe. Was kann man denn gegen Altersdiskriminierung von Schauspielerinnen und Regisseurinnen machen? Ja, da gibt es ein paar Tools. Also zum einen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ne, wie wir es eben beschrieben haben. Wenn es genug Hinweise gibt, kann das ein Tool sein und das kann Maßnahmen auslösen. Dann auch die Klauseln, die wir gerade besprochen haben, die beziehen sich ja nicht nur auf Rassismus, sondern kann auch Diskriminierung beinhalten, je nachdem, wie man sie ausformuliert. Und auch so Verhaltenskodizes, also Code of Conducts, in denen das auch schon aufbereitet ist, die können auch so vorbeugend da helfen. Aber ich glaube, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass es eher auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ne? In der Filmbranche sind Schönheitsideale, die nicht so ganz lebensnah sind. Und wenn man da mehr Awareness für schafft und die ganze Filmbranche ein bisschen mehr aufklärt, glaube ich, ist das auch ein Tool, was sinnvoll ist. Ja. kann man denn bei Sendern oder Produktionsfirmen einfordern, dass sie nicht nur mit Männern arbeiten? Also wenn gewisse Firmen oder Institutionen Communities flächendeckend ausschließen, kann man das irgendwie einfordern? Da muss ich erstmal den beliebtesten JuristInnen-Satz sagen, es kommt drauf an, weil man jeden Fall individuell betrachten muss. Und in der Regel ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas einklagen möchte, dann muss ich direkt davon betroffen sein. Also so pauschal kann man es gar nicht beantworten. Wie gesagt, es kommt drauf an. Es kann eine Benachteiligung sein, aber sie kann zum Beispiel auch sachlich gerechtfertigt sein. Wenn ich jetzt irgendwie eine Produktionsfirma bin und es geht nur um Filme mit und es geht ums Coming-out von schwulen Männern zum Beispiel, dann stelle ich halt wie hauptsächlich Männer ein zum Beispiel. Ja, da muss man genau den individuellen Fall betrachten, ob das jetzt auch eine Diskriminierung ist, ob das Pflichten auslöst, ob Maßnahmen vorgenommen werden können. Genau, die eigene Betroffenheit ist da erstmal vorrangig. Okay, verstehe. Cool. Vielen Dank dir. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.